So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im Zora-Gebiet. Wir haben die Fähigkeit von Sidon noch nicht gesehen. Aber wir wissen, dass es hier um Schleim gehen wird. Wir wissen, dass wir hier hoch müssen, ziemlich sicher. Und ich schätze auch, dass dann da oben der Windtempel, der Wassertempel sich befinden wird. Das haben wir schon Nee, ist das? Das ist das, was wir gemacht haben, oder? Oder ist das nochmal eine andere Kugel? Ich meine, es könnte es ja öfter geben. Aber das wäre... Doch, das ist die Richtung. Ja, und jetzt sollen wir nochmal zum Staudamm. Und da mit einem von den Älteren sprechen. Die würden uns wohl nochmal was Wichtiges erzählen dazu. Vorher wird Sidon uns scheinbar nicht die Begleitung anbieten. Dann machen wir das doch, würde ich sagen. No? Dann machen wir das doch. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist uncut. Jo, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So, also, was ich aber jetzt noch allgemein sagen kann, ich bin gerade sehr stark am Voraufnehmen. Also, es ist jetzt gerade der 30. Juli. Nur, dass ihr abschätzen könnt, dieser Part kommt wahrscheinlich in 2 Wochen oder so. Also, ja, ne? Ich bin gerade böse am Voraufnehmen. So, wo sollte ich hin? Zu dem See da, ne? Und da soll irgendwo einer sein. Okay, wir werden ihn schon finden. Der wird wohl da vorne rumstehen. Alter, diese Schleimbrocken, die ich einfach reinknallen. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht selber in den Schlamm schwimmen, aber... Man scheint drin schwimmen zu können. Das ist doch auch schon mal was. Man scheint drin schwimmen zu können. So, und hier ist jetzt irgendwo einer. Ansonsten lese ich gleich nochmal in der Questbeschreibung nach, wo ich hin muss. Ja, hier schlafen ist jetzt nicht unbedingt, aber... Okay, hier könnte man kostenlos schlafen. Auch interessant. Naja, wo ist denn jetzt der, mit dem ich quatschen soll? Ach, so ein Käse. Da muss ich wohl doch die Questbeschreibung nochmal lesen. Da bin ich wohl falsch. Am Totosee. Ups. Okay, wo ist der Toto? Scheiße, ich habe den Turm nicht aktiviert. Ich habe keine Ahnung, wo du... Ach so, aber ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Auf der Karte blinkt's, wo der Totosee ist. Okay, da drüben. Da kann ich mich ja hinporten. Sehr schön. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch, dass wir da den Schrein schon haben. So, wo ist jetzt der Totosee? Ach, hä? Nee, das ist Sidon, der hier angezeigt wird. Das ist ja die... Okay, der Questmark ist auf Sidon. Das ist nicht so sinnvoll. Du trägst ja die Zorro-Rüstung. Sie passt perfekt zu dir. Ich bin mir sicher, dass sie dir auf deiner Suche nach Prinzessin Zelda dienlich sein wird. Ich so weiß ja irgendwie weiterhelfen. Okay. Unser gelehrter Giotto studiert Ruinenteile und Schriften, die mit dem Himmel in Verbindung stehen. Wenn auch du denkst, dass jene Ruinen oder das Verschwinden der Prinzessin mit dem Himmel zu tun haben, sprich ihn einfach an. Giotto dürfte gerade am Totosee im Nordwesten von hier seiner Arbeit nachgehen. Hey. Katastrophe ist ja ein Unheil für unser Volk. Ich setze derzeit meine Macht über das Wasser ein, um Schlamm und Wasser voneinander zu trennen. Okay, also ich bin gespannt, was wir am Ende für eine Fähigkeit von ihm bekommen, die... uns insgesamt ja was nutzen sollte. Hoffentlich, vielleicht, eventuell. Oh. Jona, mit ihr bin ich schon seit Kindertagen befreundet und nun ist sie meine Verlobte. Wir haben uns früher immer in unseren Heimatdörfern besucht. Aber dann sind einige Dinge passiert und wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Oh.
Jetzt ist sie zum ersten Mal seit langem zu Besuch, aber weil die Dinge so sind, wie sie nun eben sind, hatten wir noch keine Gelegenheit, richtig miteinander zu reden. Seit sie bei uns im Dorf ist, hat sie aber mir und den anderen viel geholfen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Oh. Ach so, Link, da fällt mir ein. Warst du bereits am Kartografieturm, den man von hier aus sehen kann? Vielleicht sogar oben auf der Spitze? Pura wollte ihn mit unserer Erlaubnis hier errichten und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ganz genau verstehe ich zwar nicht, wie so ein Bauwerk Landkarten erzeugen kann, doch diese Berge sind so gefährlich, dass eine Karte höchst willkommen ist, ganz gleich woher. Okay, also Nordwesten von hier. Da ich den jetzt noch nicht habe, ist halt der Totosee nicht eingezeichnet. Aber Nordwesten... wäre dann ja da. Oh, das ist echt doof, dass ich den Totosee nicht eingezeichnet habe, ne? Akalasee. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass ich jetzt hier den Part verschwende, um diesen Totosee zu suchen. Vielleicht wäre es schlau, ich aktiviere einfach den Turm und suche so den Totosee. Was meint ihr? Turm oder auf Verdacht Totosee suchen. Ich kann ja relativ... Also, ich kann mich ja relativ schnell hier wieder hochporten. Na, so, das ist ja das Ding. Ja, aber das ist schon mal Quatsch, was ich hier gerade tue. Jetzt gucke ich gerade. Jetzt gucke ich in die nordwestliche Richtung. Okay, also, wenn da jetzt irgendein See ist... Wenn wir da jetzt irgendwie einen See sehen oder sowas, dann könnte das der Totosee sein. Aber da unten ist der Leune. Da ist die Akala-Festung übrigens, die ist auch cool. Das sieht mich jetzt aber nicht so krass, muss ich gestehen. Oh, meine Ausdauer hat sich verabschiedet. Oh, was ist denn da los? Huch. Bin ich so lang geflogen? Wieso war jetzt meine Ausdauer so schnell weg? Okay. Oh, hier könnte man auch so runterfliegen, scheinbar. So, neuer Versuch. Was ist das jetzt hier? Kriege ich irgendein Gebiet angezeigt? Da ist die Akala-Festung, aber da will ich jetzt ja nicht hin. Süd-Akala-Brücke, ja, die interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, muss ich gestehen. Aber das ist auf jeden Fall... Nee, es ist nicht Nordwesten von der... Eigentlich bin ich nicht wirklich nordwestlich von da. Na, eigentlich nicht. Eigentlich ist das hier mehr Nordwesten. Wir lösen den Turm aus. Wir lösen den Turm aus, das hilft nichts. Ich brauche die Karte. Ich suche jetzt nicht auf Verdacht den Totosee. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Wir lösen den Turm aus, dann haben wir auch alle was davon.
So, wo ist der Turm? Wo ist der verdammte Turm? Da drüben ist der. Okay, na gut, na gut, na gut. Na gut, kommen wir ja recht fix hin. Dum, 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 dum. Hopp. Ja, da kommen wir sogar sehr gut hin. Ich hoffe nur, dass da jetzt keine Quest mit verbunden ist, den auszulösen. Ich will nur schnell die Karte haben. Auch überall Schleim. Aber Schleim wäre ja an sich nicht das Problem. Dass wir mit Schleim umgehen, wissen wir ja. Wie wir mit Schleim umzugehen haben, wissen wir ja. Also wenn der Turm verschleimt ist, dann ist das kein Hindernis. Und zum Glück waren wir dann schon hier. Zum Glück waren wir dann schon hier und wissen, wie es geht. Du, da, bitte hilf mir. Der Schlamm hat mich überrascht. Wenn ich nur Wasser hätte, könnte ich ihn sofort abspülen. Ja, er erklärt mir sogar. Das ist jetzt das Tutorial. Das ist jetzt das Tutorial, wie die Früchte funktionieren. Bitteschön. Wir machen hier Mario Sunshine einfach. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Dass ausgerechnet ich, Basu, Hauptmann der Wache im Dorf der Torres, hier zum Boden gehe. Peinlich. Nach dem Kataklysmus begann plötzlich schwieriger Morast vom Himmel zu fallen. Er verdarb das Wasser im Dorf der Torres und zog hier nach. Noch. Und sogar hier noch. Wir sind alle völlig verzweifelt. Daher machte ich mich auf das Gebiet, um unser Dorf zu untersuchen und bekam hier eine volle Ladung ab. Urp. Wenn ich daran denke, bekomme ich direkt wieder Atemnot. Bah, meine Kiemen kleben immer noch. Ohne dein Wasser wäre ich sicher. Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Bitte nimm diese Zora-Lanze als Dank. Ja, gut. Ja, meine Tasche ist prall gefüllt. Okay. So. Aber ich bin auch nicht wegen der Zora-Lanze hier. So. Wir haben's. Das war viel schlauer, als diesen See auf Verdacht zu suchen. Das war viel schlauer. Zur Abwechslung mal eine richtige Entscheidung getroffen. Oh, da ist doch die Kugel. Ist doch auf der... Oh, okay, das ist nochmal so ein Ding. Auch interessant. Dann machen wir das doch gleich. Dann erledigen wir die Kugel doch gleich mal. Yay. So, dann können wir nachher in Ruhe den Totosee suchen. Gar kein Problem. Ja, und da sieht man schon, ne? Das riesige Himmelsgebiet hier. Das riesige Himmelsgebiet hier ist dann auf jeden Fall der Wasserschrein. Ja, ja, safe. Safe ist das der Wasserschrein. Okay.
So, hier drauf kann ich scheinbar nichts machen. Aber da kann ich rein. Ach, da drin ist sogar ein Schrein. Okay, auch interessant. Hier drin ist ein Schrein. Aha. Ja, dann machen wir den doch als erstes. Oh, und da drüben ist die nächste. Seht ihr die Blumen wieder in der Luft? Da ist die nächste Dings. Beschwingt. Die nächste Schrift zum Lesen. Oh, ich muss hier fliegen. Okay. Ah, ich kann hier aber doch, ich kann hier fliegen. Oh, ich muss hier... Okay. Aber ich könnte ja jetzt auch einfach so rüber. Also ich müsste jetzt ja nicht... Na komm. Wir machen es richtig. Okay. Ja gut, ich kann dir ja mal schicken. Da fliegt jetzt irgendwas anderes runter plötzlich. Okay. Aber ich wollte gerade sagen, ich kann dir die Dinger ja mal losschicken. Und dann sehen wir, ob ich mir die irgendwas nützen auf der anderen Seite. Weil ich selber kann ja auch hier anders runter und hoch und zurück und vor. Was ist hier unten? Ist hier nur, falls man runterfällt und das wieder hochkommt, oder was ist hier? Ja, scheinbar. Na gut, das war jetzt nicht so nützlich. Okay, dann fliegen wir doch jetzt mal als erstes darüber. So, und die Dinger hier fahren automatisch los. Ach, diese Schlitten. So, und wenn ich jetzt den... Wenn ich jetzt den hier losfahren lasse... Oh, der ist zu weit vorne. Ja, und wenn ich den jetzt losfahren lasse... ...dann müsste der doch fliegend darüber kommen. Hui! Jawollo. Ja, jetzt ist er drüben. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wofür ich das eigentlich alles mache. So, hier sitzt noch ein Ventilator. Kann man jetzt noch da drauf setzen. Ich mach die immer verkehrt rum und das ist auch schlimm.
So. Ich will nur die Truhe nicht verpassen. Wo ist die Truhe? Ist hier unten irgendwas? Nee. Also muss ich darüber fliegen. Na, aber jetzt muss ich fliegen. Aber ich wüsste nicht, wo die Truhe ist. Hier ist auch nichts an Truhen zu sehen. Ganz merkwürdig. Warum das Ding da so irgendwie so extra ist, weiß ich auch nicht. Oh! Oh! Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, shit, von da oben oder was? Ja, okay, wir wissen, wo die Truhe ist. Wir machen jetzt erstmal. Ah, warte mal. Ich hätte tatsächlich eine Idee. Nicht, wie es gedacht ist. Die Idee habe ich nicht. Aber wie ich es tricksen könnte. Das reicht nicht ganz. Aber... Easy. Das hat nicht so gut funktioniert. Für den Fall, dass ich wieder dumm bin, lasse ich es ein bisschen länger oben. So, diesmal einfach nicht dumm sein. Das wäre doch eine Idee. Yay! Und das war der Schrein. Sehr gut. Ja, und jetzt packt man das wieder da dran. Packen wir dich wieder hier dran und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin gespannt, ob das ausreicht. Oh ja, das wird reichen. Der ist schnell. Wir heben sogar von selbst ab. Wir heben sogar von selbst ab. Krass. Krass. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Schön. Schöner Schrein. Schöner Schrein. Pling. Okay. So. Hm.
Hier ist auch so ein Ding. Mit Glück haben wir gleich alles zusammen. Ich bin gespannt. Laserwerfer. So, was haben wir alles bekommen? Ja, wir haben alle vier. Sehr gut. So muss das sein. So. Und jetzt ist hier erstmal Ruhe. So. Und jetzt ist die goldene Frage, wohin wollen wir das Loch haben? Raus. Okay, ich würde gern darüber kommen. Das sollte auch hinzukriegen sein, ne? Das ist genau, das ist diese Insel hier. Da sollte ich hinkommen können. Das sollte machbar sein. Ich würde sagen, das probieren wir einfach direkt mal aus. Ich gucke nur kurz, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Aber ich glaube nicht. Ah, wir können jetzt mit dem Flo, mit unserem... Ja, komm. Dann baue ich mir ein cooles Flugzeug. Haben wir jetzt gelernt, wie das funktioniert, dass es auch aus dem Stand fliegen kann. Muss ein bisschen gerade sein. Ich glaube, jetzt würden wir rausfliegen. Wir probieren es mal aus. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist gar nicht, was ich wollte. Okay, wir gehen wieder hier rein. Cool. Wir probieren das einfach gleich nochmal. Nein, jetzt dreht er sich wie... Stopp! Oh, ist das dumm. Wenn das Blutmondslicht die ganze Welt färbt. Okay. So. Der war gut, aber die Betonung liegt auf war. Ja, doch, das ist doch wunderbar. Das ist eigentlich jetzt voll gerade. Wenn ich es jetzt hinkriege, dass der so rausfliegt, verbrauchst du mir gerade meine ganze Batterie, Kollege. Wenn ich es jetzt so hinkriege, dass er so rausfliegt, dann wäre das super. Dafür muss aber halt alles sehr gerade hier drauf sein, ne? Würde das funktionieren? Ich denke, ja. Ich denke, so können wir es jetzt mal probieren.
Ich denke, so können wir es mal probieren. Mal gucken, was passiert. Yes! Das hat nicht ganz hingehauen. Scheiße. Wollte ich ein bisschen... Ach, habe ich ein bisschen zu bald gestoppt. Das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Oh, hey. Ja, hier komme ich halt eh nicht, ja. Ich hätte nicht so bald aufhören sollen. Ich hätte nicht so bald aufhören sollen. Die Idee war super. Ich habe nur leider zu bald aufgehört. Nein, 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 nein. Lass das stehen. So. So sieht's doch ganz gut aus, ne? Oder? Ja, da drüben ist das Ding. Da drüben ist das Ding. Okay. Mann, ey. Aber irgendwie ist es, ne, irgendwie gefällt mir das noch nicht so gut. Das war vorne, hat man das besser. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt, stopp. So sieht das doch viel besser aus. So. Jetzt setzen wir den einmal vernünftig zusammen, dass wir den speichern können. In den Favoriten. Da muss der aber auch so schön sein. Nee, das ist nämlich ein bisschen zu schief nach vorne. Das ist viel besser. Das ist sogar sehr schön. Jetzt noch einen Ventilator ran. Und den kann man dann in die Favoriten packen. Wunderbar. So. Favoriten. Zack. Jetzt gucken wir mal, ob er funktioniert. Yes! Bisschen höher. Bisschen weiter rüber. Ja, es sieht gut aus. Diesmal passt's. Oha, er ist sogar hier drauf gelandet. Lol, er ist sogar hier drauf gelandet. Chillig. So, kriege ich hier... Ich hoffe, ich kriege hier... Hier ist eine Truhe. Ich hoffe, ich kriege hier so ein Segending. Das wäre nämlich das vierte.
Oder das dritte, ich weiß es gar nicht. Ah, eine Karte. Okay, Karte nehme ich auch. Karte ist auch geil. Karte ist auch richtig geil. Sehr schön. Karte ist auch großartig. Nee, es ist mir genauso. Also... Karte feiere ich tatsächlich ganz genauso. Das ist voll in Ordnung. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Und guck mal, hier sind zwei solche. Hier ist der. Und okay, nee, das ist der. Das ist, glaube ich, der, den wir. Nee, den haben wir auch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob wir den gemacht haben. Sehe ich das irgendwo ran, welchen ich gemacht habe? Den hier haben wir gemacht, das weiß ich, aber das sehe ich auch nicht. Okay. Ah, ich musste das dann merken, welche ich gemacht habe. Das ist natürlich auch wieder blöd. Oh, guck mal hier, das sieht auch interessant aus. Irgendwie so ein Fisch. Also das hier wird der Wassertempel sein. Das sieht jetzt schon so aus, so wassertempelartig aus, ja. Und das hier ist, keine Ahnung, irgendein Fisch. Okay. Ja gut, ich denke, die Truhe hier war das Wichtigste. Weiß nicht, ob es hier noch einen Krog gibt. Ich glaube nicht. Ich sehe nichts, was wie ein Krog aussieht. Nee. Gut, dann jetzt Totossee suchen. Das war ja eigentlich der Anfang des Parts und dann haben wir nicht gewusst, wo er ist. Und dann, ja. Wo wäre der Totossee denn gewesen? So, hier standen wir. Und da hat er gesagt, im Nordwesten. Und Nordwesten wäre hier längs. Hier! Ah, dieses... Okay, und ich war da unten. Na, das war halt Schwachsinn. Dieses Schleimding. Ja, doch, das ist Nordwesten. Das haut hin. Dieser Schleimsee ist gemeint gewesen. Okay. Dann bin ich froh. Dann bin ich richtig froh, dass ich nicht da unten weitergesucht habe. Und ihr auch. Weil so haben wir viel mehr Progress in dem Part, als wenn ich jetzt immer noch da unten suchen würde und den Totossee nicht finde. Das wäre nicht so cool gewesen. Okay, sehr gut. Also hier oben drauf im Nordwesten. Ja, okay. Ich hätte es mir denken können. Weil es muss ja an sich schon ein Ort sein, wo ein Zora von hier aus schnell hin kann. Wobei er ja... Oh. Bericht zur aktuellen Lage. Es fällt täglich mehr Schlamm. Ein Ende dieser Katastrophe ist gar nicht absehbar. Wir haben es Prinzidon zu verdanken, dass das Wasser, das ins Dorf fließt, zum größten Teil sauber ist. Aber der Gebirgsweg zum Totossee, an dem Dumyas sich aufhält, ist mit Schlamm überzogen. Ein Besuch dort ist nur ratsam, wenn man Wasserfrüchte in ausreichender Menge mit sich führt. Ja, haben wir. Haben wir alles. Alles easy. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, kommen wir da irgendwie dran vorbei, ohne jetzt da großartig... Ohne jetzt großartig in den Kampf zu geraten. Da unten ist auch einer. Keine Lust auf die jetzt. Das sieht doch ganz gut aus. Was sind hier denn alles für Trümmerteile?
Oh, da unten. Hat er mich gecheckt? Nee, ne? Alles easy. Alles easy. Ja, dann ist hier der See, um den es ging. Ja, der ist auch eine Quelle von dem Schleimdreck. So, und wo ist der Typ, mit dem ich quatschen soll? Wahrscheinlich, ja, okay. Hier! Oh je, ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Huch! Hat mich jemand bei mir ein Klemmscheißgeschöpf gelauscht? Also, bitte nicht falsch verstehen. Lyato sagt, es wäre für die Untersuchung und fasst dabei alle möglich gefährlichen Sachen an. Als seine Wache macht mich das ziemlich nervös, darum habe ich mich ein wenig beklagt. Also, siehst du das Loch da? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Ah. Und dann leitete Prinz Hidon eine Untersuchung ein. Das ist das Fachgebiet des gelehrten Yato, daher ist er begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Okay, also muss ich dahin. Danke für die Info. Ach, da ist er ja sogar. Lul. Okay, das nächste zum Fotografieren. Moin. Ah, diese eleganten Schwünge. Eine Inschrift, wie die stürmische Wirrung anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelfisches. Ah, das ist... Da ist der Fisch, den ich gerade angesprochen habe. Tropfenwasserbrücke. Puh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Hä? Oh, Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Zoras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur ein wenig, klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Okay. Die Frage ist jetzt, gibt es hier irgendwo mehr Stücke, dass ich die zusammensetzen kann oder was? Wenn ich nur mehr erkennen könnte, sagte... Oh, hier liegt der Rest. Siehst du, ich wusste es doch. Okay. Alles klar. Du wirst gleich ein bisschen sehr viel mehr erkennen können. Na, ich hatte es doch fast. Ah, Moment, nee, ich hatte es noch nicht. Nee, es ist andersrum, ne? Es muss genau... Jetzt! Oh, lol. Ja, natürlich ist das hier vorne. Ich bin dumm. Jetzt aber. Ich bin doof. Alles gut. Die Steintafel. Link, ich bin dir so dankverpflichtet.
Oh, jetzt kann man, ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja umwerfend, ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorstellig, schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Ja, okay. Seine Hoheit König Dore fahren. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Oh je, ich sehe schon, es dauert noch, bis wir mit Zidon losreisen können. Symbol des Königs wird die Lanze sein. Vermute ich jetzt mal, so eine Zora-Lanze. Okay, also ich soll ins Dorf zurück, ja? Gut. Das ist ja wie so eine Schnitzeljagd geworden. Tears of the Schnitzeljagd. So, ist das Dorf von hier aus leicht erreichbar? Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn hier der Wasserfall ist, komme ich hier gut zum Dorf. Ja, easy. Ach so, ich habe übrigens in einem der letzten Parts Blödsinn geredet, von wegen Timeline und Rauro und so. Rauro war bei Ocarina of Time einer der Weisen. Also es passt schon, dass der vorkommt. Der Name. Das ergibt schon Sinn. Und dass er als erster König bezeichnet wird, ist dann auch nicht so komplett. Kompletter Quatsch. König. König wieder da. Kein König da. Königschlag. Dorefan Kick. Der König ist knallhart. Buhuhuhu. Oh nein, ich habe verloren. Plitschplatsch, schlimm, schlamm, schlimmer, schlimmer, schlamm. Schreckliches Monster, diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen, auf ins Geheimhaus, dort bin ich sicher und... Oh, hey, willst du was? Wir haben schon genug Leute zum Ich bin König Dorefan spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel kaputt, geh sofort weg, sonst verbann ich der König, jawohl. Keiner weiß, dass König Dorefan sich genau dort versteckt, wo... Oh, hey, willst du was? Wir haben genug Leute zum Ich bin König Dorefan spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Okay, okay. Kann ich die irgendwie belauschen? Armer König Dorefan. Zuhören. Ich habe die Heldentat vollbracht, hurra, aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt, was tue ich nur? König Dorefan, zettet euer Zeben. Schwimmt in euer Zersteck. Hey, so redet Mut zu doch gar nicht, mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Mut zu und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Hey, sagt mal, wie ist das nochmal, wo König Dorefan sich versteckt? Ich weiß das noch, seine Hoheit hat es mir persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Irgendwas mit Krawall, Kristall, Kristallwasserpalast? Kristallwasser, ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes ja zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim und super aufregend. Ein Geheimgang hinter einem Wasserfall? Hui, das ist aber wirklich aufregend. Und ob, aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht... Hey, darüber dürfen wir doch gar nicht sprechen. Mutsu hat uns doch 100-mal gesagt, kein Wort über das Versteck, kein Wort zu keinem. Sei doch kein Frosch, hört doch eh keiner hier. Höchstens Fischlein im Wasser.
Gut, dann wieder von vorn. Ich bin wieder der König. Ihr zwei seid diesmal Bash und wieder. Ich will was anderes spielen. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder diesen hier. Das entpuppt sich als etwas länger, bis wir mal Sidons Fähigkeit hier bekommen. Wir gucken mal, ob wir im nächsten Part König Dorefan finden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.